Intelligenz 5 von 7. Ulysses klingt für mich wie ein Name der Legion oder ein Held der Legion. Überleben 75? Wieso bin ich denn gar nicht intelligent? Du hast Ulysses wegen der zwei Flaggen ausgewählt? Hat das was mit dem Krieg in der Mojave zu tun? Sprache 75? Du wolltest reden, oder? Hättest du mich töten wollen, hättest du gewartet, bis ich zum Chip komme. Vergiss deinen Namen, zurück an die Arbeit, wie du abgelehnt hast. Zurück an die Arbeit, die du abgelehnt hast. Schluss mit dem Gerede, bla bla bla. Überleben 75. Du hast Ulysses wegen den zwei Flaggen ausgewählt. Ja. Krieg, so könnte man es nennen. Unseren Anteil daran. Ulysses war nicht für die Flagge gemacht, der er folgte. Er war nicht für den Frieden gemacht. Das ist die Lehre daraus. Wenn du einem Symbol bis zum Ende folgst, fragst du dich, was das bedeutet. Wichtiger noch, frag dich, was nach dem Ende passiert. Intelligenz 5 von 7. Ulysses klingt für mich wie ein Name der Legion oder ein Held der Legion. Sprache 75. Du wolltest reden, oder? Nein. Nein, kann ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du mich töten kannst. Wenn doch, würdest du dafür bezahlen. Wie ich. Das Land kann für dich das Töten übernehmen. Das hast du mir beigebracht. Töten ist was Persönliches. Wie Schwüre und Versprechen. Letzteres ist für mich wichtiger als Ersteres. Nicht zu töten? Du hast geschworen, mich nicht zu töten? Warum? Was für eine Welt wäre das, wenn ein Kurier einen anderen Kurier töten würde? Du hast einen langen Weg vor dir. Spare dir deinen Atem für die Straße und verschwende ihn nicht für Worte. Fünf von sieben. Such in der Geschichte. Vielleicht findest du dort Sinn. Das ist nur ein Name. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Du wirst es schon noch erfahren. Ist das so? Vergiss deinen Namen, zurück an die Arbeit, die du abgelehnt hast. In Ordnung, Kurier. Wenn dir das Warum so wichtig ist. Du solltest den Chip ausliefern? Du hast dich also geweigert, den Chip auszuliefern? Weshalb? Damit ich sterbe? Schluss mit dem Gerede? Ne? Du solltest den Chip ausliefern? Ich? Nein. Nie. Das ist deine Aufgabe. Aha. Hat dich verlangsamt, bis dich der Tod einholen konnte. Aber du hast überlebt. In diesem Paket war der Tod. Der Chip ist wichtig für die Geister der alten Welt. Aber du bist viel gefährlicher, als der Chip je sein konnte. Och. Vielleicht hast du diesen kleinen Teil der alten Welt darum gefunden. Er hat mit dir gesprochen und gewartet, dass du mit ihm etwas anderes erwächst. Uns allen folgt der Tod. Es fragt sich nur, wann. Du bist ihm ausgewichen. Für den Moment. Dafür hast du wirklich Talent. Scheint so. Dieser Chip, der dich verlangsamt. Eine Last, die dafür sorgt, dass sich der Tod schneller bewegt, ohne dass ich den Abzug drücke. Warum hast du dann gewartet, wenn du mich... Ich musste Versprechen einhalten. Gegenüber anderen. Und die Mojave ist gefährlich genug. Wenn man nichts unternimmt, macht das Land, was es will. Wollte ich dich umbringen, wären wir uns schon früher begegnet. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich so endet. Vielleicht muss die Geschichte zu Wort kommen. Andernfalls reichen auch Nachrichten. Schluss mit dem Gerede. Du hast mich mit viel Aufwand hierher gelockt. Machen wir also weiter. Amerika schläft vor dir. Mit Albträumen voller Erdbeben und Stürmen. Du musst deinen eigenen Weg finden. Das heißt, dass Amerikas Speere aus dem Schlaf geholt werden. Steinköpfe haben den Zusammenbruch verursacht und könnten die Tore wieder öffnen. Du bist...
bist erfinderisch. Diese Maschine, der Roboter bei dir, kann dir helfen, die Sprengköpfe zu finden. Und ihren Trigger, den Zünder. Mhm. Der Weg dahin ist unten. Die Werkzeuge liegen bereit. Der Rest ist deine Sache. Das kommt mir alles wieder so ein bisschen so vor wie in einem anderen DLC. Dass wir wieder nur mit irgendwelchen Geschichten aus irgendwelchen, ja, in dem Fall nicht Hologrammen, aber Robotern storymäßig weitergebracht werden. Sprache 55. Wenn wir denselben Weg wählen, will ich die Vergangenheit kennen, bevor ich in die Zukunft gehe. Wer bist du, der du deine eigene Geschichte nicht kennst? Du bist den ganzen Weg gekommen, um Antworten zu erhalten. Ich habe nur Geld, sonst nichts. Kannst dich jederzeit wieder umdrehen und gehen. Wenn dich Geschichte interessiert, musst du sie dir verdienen. Alle meine Protokolle habe ich in der Kluft weggeworfen. Für dich sind sie verloren. Und jetzt finde den Trigger für die Sprengköpfe, die in Hopeville vergraben sind. Setze ihn ein, um weiterzumachen und am Leben zu bleiben. Gut, ich werde den Trigger finden und dann werde ich dich finden. Ich habe nicht vor, dir in die Kluft zu folgen. Denkst du also, ich bin wegen dir da? Dann denkst du falsch. Kein Kurier würde in die Kluft gehen, nur du. Und das unterscheidet uns. Wir gehen dahin, wo kein anderer Kurier hingeht. Und du wirst dein Zuhause ein letztes Mal sehen wollen, um zu erfahren, was passiert ist. Was? Du bist seltsam. Du gehst und hinterlässt dabei Zerstörung. Nichts lässt du in Ruhe. Aber du hast die Wahl. Ich mache dir ein letztes Angebot. Mir ist es egal, ob du in die Kluft gehst. Dreh um und geh in die Mojave. Kämpfe unter den Flaggen. Aber du wirst ins Grübeln kommen. Aha. Sonst wird die Kluft und die Mojave zu dir kommen. Das ist meine Nachricht an dich. Wie die Nachricht, die du für mich hattest. Aha. Gut, ich werde den Trigger finden und dann werde ich dich finden. Die Kluft wird mich nicht aufhalten. Glaub mir, ich werde kommen. Bitte, dass du genug Munition dabei hast, wenn ich bei dir einfalle. Ich werde dich finden. Die Kluft wird dir alles entgegenschicken. Du könntest daran zerbrechen. Mal sehen, ob du stärker bist. Da gehe ich von aus. Ab hier wird's schwieriger. Kurier, ich habe Markierungen für dich hinterlassen. Die Farben zeigen dir den Weg, wenn du schlau bist. Sie werden dich wieder nach Hause und zum Ende führen. Und dich vielleicht daran erinnern, warum du umherwanderst. Aufgabe abgeschlossen. Das Silo. Bekommen wir denn jetzt noch eine neue Aufgabe hinzu? Genau, der Auftrag. Gut, ich bin ja mal gespannt, was die Kluft uns entgegenzuwerfen hat, vermag. Ich glaube, das Bogenschweißgerät ist vielleicht auch nicht die beste Ausrüstung. Bin auch schon total vollgeladen. Scharfschützenkarabiner. 17 Splittergranaten. Ja, mit der Panzerbüchse bin ich eigentlich bisher ganz gut gefahren, glaube ich. Da hinten brennt ein Feuer, es ist aber nichts zu sehen. Immer alles schön abluten. Brennt ein Feuer.
Ruhig, Eddie. Mist. Strahlemann und Söhne. Oh! Ödland Überlebenshandbuch. Gewicht 1, Wert 50. Überleben um 4 gesteigert. Sehr gut. Und ich meine, wir hatten sogar noch irgendeins. Pugilismus aktuell. Waffenlos um 4 erhöht. Ja, ich glaube, das war's, aber... Red Axe wollte ich nehmen. Ich verliere mich hier schon wieder in irgendwelchen Büchern. Coca-Cola. Nö. Pinto-Bohnenschote. Ah, Schlösser heute. Genau. Noch eins. Dietrich um 4 erhöht. Und damit müssten wir ja dann schon über 100 sein jetzt eigentlich. PQRS. Red X. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder Waffen auf Kurzwahl legen. Oh. Ich traue dem Braten nicht. Eine Werkbank. Was können wir denn machen? Erkennungsmarkenfaust, kleine Energiezelle, Elektronenakku, recyceln. Da könnten wir uns noch welche von bauen. 17 Stück machen. Ich sehe einen Feind. Gut. Waffen, Kurzwahl. Panzerbüchse machen wir mal auf die 6. Auf die 5 packen wir uns den Scharfschützenkarabiner. Auf die 4 die Riot Shotgun. Wo ist sie? Da. Auf die 4. Splittergranaten auf die 7. Was haben wir denn hier sonst noch? 9mm. Mit Drum-Magazin. Gut. Schön vorsichtig. Wäre mal interessant zu wissen, was denn hier jetzt so abgeht. Huiuiui. Laufgeschoss. Wo ist er hin?